Neue Woche, es ist Montag, der letzte Tag des Julis und wir schleppen das blöde Wetter immer noch mit uns her. Wie fühlst du dich, Celine? Bist du schon komplett depressed? Keine Sonne, viel Regen? Was macht das mit dir? Ja, also ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte, ich bin plötzlich im Herbst angekommen. Also keine Ahnung, Winterschlaf gehalten, Sommerschlaf gehalten und dann, ja, Herbst. Ne? Ich habe auch schon total Herbstblues. Also ich habe mich tatsächlich schon mit Decke und heißer Schokolade aufs Sofa gekuschelt und dann irgendwie Fernseher angemacht. Also ich freue mich richtig auf den Herbst. Aber vielleicht wird ja der Herbst dann auch Sommer. Also mal gucken, vielleicht haben wir einfach getauscht. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Damit herzlich willkommen, oder? Hier ist 5 nach 5, euer Nachrichtenpodcast für die Region Braunschweig-Wolfsburg von der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Lukas. Und ich bin Celine. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und das sind die Themen von heute. Das Autostadt-Festival kommt 2024 zurück. Es gab eine ziemlich fiese Schlägerei bei einem Fußballspiel im Kreis Peine. Ja, und die Tage der JVA Braunschweig sind gezählt. Wir wissen, wann der Betrieb eingestellt wird. Ja, ich würde sagen, die Autostadt hat eigentlich so aus PR-Sicht alles richtig gemacht. Alle reden davon, von den Konzerten Sarah Connor, Eros Ramazzotti, die New Angels, die Hollywood Vampires und. In den letzten Wochen sind ja wirklich richtig krasse Musikgrößen in Wolfsburg aufgetreten und gefühlt spricht da wirklich jeder drüber. Auch wir berichten natürlich und ja, die Leute sind gehypt, würde ich sagen. Und dabei ist gerade mal Halbzeit. Also am Freitag kommt zum Beispiel noch Johannes Oerding nach Wolfsburg, da freue ich mich auch schon richtig drauf, da bin ich mit meinen Eltern nämlich. Bislang waren schon mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern bei den Konzerten, also 100.000 ist schon eine große Zahl, ja, ja so viele Menschen. Das ist schon heftig. Naja gut, wenn jedes Konzert quasi 8.000 Konzertbesucher irgendwie hat, ne, ist das schon eine Nummer. Ja, und unser Reporter Henrik Rasohorn, der hat jetzt mal mit Armin Maus, Vorsitzender der Autostadt Geschäftsführung, gesprochen und herausgefunden, dass das Sommerfestival im Jahr 2024 in die nächste Runde gehen soll. Oh, das ist eine nette Nachricht. Ja. Das wird sicherlich viele freuen. Was genau steht da allerdings noch nicht fest, was da so geplant ist? Derzeit wird an der Neuauflage auf jeden Fall gearbeitet, vielleicht mit anderen Künstlern, vielleicht ein anderes Setting, aber Fokus Musik steht auf jeden Fall. Ja, könnte man überlegen, wen hätten wir denn gerne noch hier bei uns zu einem Konzert. Wer fehlt denn noch? Fällt dir jemand ein? Also ich meine, so vom Kaliber Johnny Depp oder so. Oh ja, dann natürlich Taylor Swift, Miley Cyrus. Beyoncé. Ja, sehr gut. Ja, gefühlt muss man sagen, die Autostadt ist dadurch schon so ein bisschen im Aufschwung. Ich erinnere mich auch noch an die legendären Partys, wo wir schon beim Thema sind in der Autostadt. Der Mondo Club, bekannte Musiker und DJs haben sich da abgewechselt. Bei jeder Veranstaltung 5.000 Gäste maximal, die da auf der Piazza eine große Clubparty gefeiert haben. Das war auch so ein Ding. Da wurde die Autostadt, glaube ich, ziemlich für abgefeiert. Und auch dazu hat uns Armin Maus verraten, dass die Autostadt an einem neuen Konzept arbeitet und es wohl sehr wahrscheinlich ist, dass sie wieder was in Richtung Clubfeierei anbieten wollen. Mehr dazu verlinken wir euch in den Shownotes. Schaut auch gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Da nehmen wir euch nämlich immer mal mit auf die Konzerte und spendieren euch ein paar Einblicke. Ja, nächstes Thema. Es muss ziemlich wild zugegangen sein gestern Nachmittag auf dem Fußballplatz in Gardenstedt im Kreis Peine. Schlägerei beim Kreispokalspiel zwischen Anker Gardenstedt und Germania Barbecke. Was genau ist passiert? Ja, es gab wohl einfach einen Foul auf dem Platz. Der gefaulte Spieler hat den Verursacher dann beleidigt und ein anderer Spieler wollte eingreifen und schlichten. Hat nicht so geklappt. Ja, wobei solche Szenen kennt man ja eigentlich schon. Ne? Das passiert aber fast jedem Fußballspiel. Ja, aber dann ging es richtig los, weil ein Zuschauer sich auch noch eingemischt hat. Der ist aufs Spielfeld gelaufen und hat den Spieler, der da eigentlich nur zum Schlichten war, angegriffen und leicht verletzt. Ich finde das wirklich krass. Das erinnert mich eigentlich auch an diese Freibad-Diskussion, ne? Ständig irgendwelche Vorfälle, Gewalt in Freibädern. Auch beim Lokalsport passiert das jetzt öfters, ne? Und auch, dass Zuschauer dann meinen, irgendwie sich noch einmischen zu müssen. Das ist eine blöde Entwicklung. Ja, finde ich auch. Also ich finde, man sollte Sport Sport sein lassen. Und ich meine, es ist halt auch kein Hallen-Jojo-Fußball, ne? Also da kann es dann halt durchaus auch mal wehtun. Ja, auf jeden Fall ging es dann halt so richtig los. Dann haben sofort die jeweiligen Teams auch noch mitgemischt und soll wohl zu richtigen Jagdszenen gekommen sein. Ein Spieler ist, glaube ich, sogar in die Pizzeria geflüchtet und der Schiri musste abbrechen und die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen vorgefahren. Also, ja. Ja, Wahnsinn, das wird sicherlich noch Folgen haben. Strafverfahren werden da bestimmt eingeleitet und wir kommen jetzt auch schon zum nächsten Thema. Zu der Geschichte verlinken wir euch natürlich auch noch unseren Bericht in den Shownotes. Es geht
geht jetzt um das schlimmste Gefängnis überhaupt. So beschreiben es zumindest manche Kriminelle. Die JVA in Braunschweig im westlichen Ringgebiet soll wohl ein hartes Pflaster sein oder gewesen sein. Um es konkret auszudrücken, in dieser JVA Renneberg gab es schon lange einen ziemlich dicken Sanierungsstau. Also das Gefängnis soll wohl ziemlich heruntergekommen sein. Und jetzt sagt man wohl, machen wir den Laden gleich ganz dicht. Das steht auch schon seit ein paar Jahren fest. Nun wissen wir aber immerhin schon mal, wann es soweit ist, nämlich grob so zum Jahreswechsel 2023 bis zum Frühling 2024. Ja, und aktuell werden in der JVA Braunschweig auch sowieso nur Untersuchungshäftlinge untergebracht. 65 Stück waren das zum Beispiel im Juli und dafür gibt es 36 Mitarbeiter zur Überwachung. Also das ist ja quasi... Für zwei Stück immer einen. Ja, genau. Guter Betreuungsschlüssel, würde ich mal sagen. Ja, und die sollen jetzt alle nach Wolfenbüttel umziehen. Und die Frage ist natürlich, was macht man denn in Braunschweig jetzt mit so einem alten, leerstehenden Gefängnis? Ich meine sogar, dass es unter Denkmalschutz steht, nicht ganz sicher. Einen Text dazu, was damit vielleicht passieren könnte, verlinken wir euch in den Shownotes. Und das war heute sonst noch wichtig. Seit Ende Februar ist das Café-Restaurant Alex am Bohlweg in Braunschweig geschlossen und wird renoviert. Für rund 600.000 Euro und jetzt endlich öffnet es am Mittwoch, 2. August, aber wieder im frischen Glanz. Ja, in so einem komplett neuen Urban Living Look. Frag mich, was da dahinter steckt, Urban Living Look. Das ist so Werbespreche irgendwie für mich. Ja, wahrscheinlich sieht es einfach jetzt total schick aus, wie auch jedes zweite andere Café aussieht, oder? Ja, weiß ich nicht. Also Braunschweig ist, glaube ich, das vierte, was jetzt in diesem Look erstrahlt. Mhm. Also das vierte Alex nach Regensburg, Ludwigshafen und Mainz. Ja, der Betrieb will bis 2026 auf jeden Fall noch seine anderen Betriebe renovieren, wieder schön machen. Das sind ungefähr, glaube ich, 38 an der Zahl. Und man kann eigentlich sagen, endlich öffnet es wieder. Es hat schon ganz schön lange gedauert. Ich glaube, auch viele werden sich freuen, weil wenn man da so vorbeigeht, dann sieht man ja immer, dass es gerade draußen, wenn das Wetter super ist, alles voll ist. Man kann da halt auch super sitzen, sein Cappuccino trinken und Leute beobachten, die da so am Schlossplatz rumtreiben. Ja, das stimmt. Alles zur Neueröffnung und Renovierung lest ihr bei uns auf der Seite. Den Artikel verlinken wir euch in den Shownotes. Jawohl, die Zweitligasaison läuft endlich wieder. Eintracht Braunschweig hat sein allererstes Spiel leider verloren. 1-0 gestern gegen Holstein Kiel. Und unser Sportredakteur Lars Rücker sagt, es muss mehr kommen von Eintracht Braunschweig. Logisch, es bleibt viel Arbeit. Konnte man eigentlich auch schon vorher erahnen, glaube ich. Die Mannschaft hat es nicht geschafft, den Funken überspringen zu lassen auf die Tribünen. Woran es dafür noch gehapert hat, das hat Lars aufgeschrieben. Verlinken wir euch natürlich auch noch. Und übrigens lohnt es sich auch nochmal in unseren Eintracht-Podcast Löwengebrüll reinzuhören und am besten auch gleich noch zu abonnieren. Alle zwei Wochen vor jedem Heimspiel quatscht Lars mit seinen Kollegen über das Geschehen bei der Eintracht. Es passiert alle paar Wochen mal wieder, dass LKWs auf Straßen, vor allem auch auf Autobahnen, ihre Ladung verlieren. Ich erinnere mich zum Beispiel noch vor ein paar Wochen, irgendwie ist es auch oft Bier, habe ich das Gefühl. Also ja, irgendwie lese ich ganz leider oft von Bierkästen, die auf der A2 oder sowas verstreut liegen. Sowas ähnliches ist jetzt auch schon wieder in Braunschweig passiert. Ein ziemlich krasser Unfall heute Morgen im Heidbergtunnel in Braunschweig. Da hat ein LKW-Fahrer, der von der A36 kam und auf die A39 fahren wollte, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Geladen hatte er kein Bier und auch kein Katzenfutter oder sowas, sondern rund 200 Wasserkästen, die sich dann auf der gesamten Fahrbahn verteilt haben. Das müssen interessante Bilder gewesen sein, wahrscheinlich auch viele Scherben. Die Folge waren dann vor allem lange Staus. Gerade am Montagmorgen kann man das hier, glaube ich, nicht so gut gebrauchen. Nee. Nicht so gut. Den Bericht verlinken wir euch gerne nochmal in den Shownotes. Genau, und wir haben es eben schon angesprochen, irgendwie das Wetter, ja, es ist eigentlich Herbstwetter. Aber erzählt mal, also Lukas, du kamst gerade erst aus dem Urlaub, du hattest, glaube ich, noch Glück mit dem Wetter? Im Urlaub, ja. Und ja, jetzt habe ich mich quasi mental schon so ein bisschen vom Sommer verabschiedet und finde, man muss den Herbst jetzt auch mal appreciaten. Ja, sagst du, weil du hattest ja deinen Sommerurlaub. Ja, genau, ich hatte ihn schon. Aber es sitzen ja gerade ganz viele Schlechtwetterurlauber sozusagen, irgendwie an der Küste oder in den Bergen. Vielleicht ja auch unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, das tut mir schon leid, da habe ich schon ein bisschen Mitleid. Klar, man freut sich auf seinen Sommerurlaub. Sag da mit einem Lächeln im Gesicht. Nein, also es kommt wirklich von Herzen. Also wer sich jetzt auf seinen Sommerurlaub gefreut hat und dann fällt er so ins Wasser, das ist schon ein bisschen doof.
Man muss es nehmen, wie es kommt. Ja, aber falls ihr gerade irgendwie in den Bergen an der deutschen Küste oder was auch immer sitzt und richtig mieses Wetter habt, ja, dann schreibt uns doch gerne mal und verratet uns, wie ihr euren Sommerurlaub trotzdem irgendwie schön macht. Ja, ich würde sagen, schreibt uns gerne per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Ja, perfekt. Und das war es dann auch schon für heute, glaube ich. Ne? Bevor wir aber jetzt so langsam auch an den Feierabend entschwinden, ihr wisst ja, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sonst was habt, dann schreibt uns gern eine Mail an 5nach5@funkemedien.de oder natürlich auch das per WhatsApp an die Nummer in den Shownotes. Schönen Feierabend. Bis morgen. Tschüss. Ciao.